Jetzt kommt der Professor Dr. Murswig, Professor öffentliches Recht in Freiburg gewesen, emeritiert. Er ist im Bild schon, ja. Bitte schön, Sie haben das Wort. Okay. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, Impulse für ein demokratisches, nachhaltiges Europa in Vielfalt lassen sich am besten entwickeln vor dem Hintergrund einer Bestandsaufnahme. Wo liegen die größten Probleme für Demokratie, Nachhaltigkeit und Vielfalt in der Europäischen Union? Ich muss in meinen 10 Minuten den Aspekt der Nachhaltigkeit ausblenden und mich auf Strukturprobleme konzentrieren, die Demokratie und Vielfalt gleichermaßen beschädigen und auf die ich hier aufmerksam machen möchte. Ich fange mit der Vielfalt an. Das Faszinierende an der Europäischen Union . Ich sehe gerade, die Kamera scheint aus zu sein. Aber wir hören Sie gut. Ja. Ah ja. Das Faszinierende an der Europäischen Union ist der Umstand, dass die EU einen staatsähnlichen organisatorischen Zusammenhang zwischen Staaten, Regionen und Völkern herstellt, die kulturell und sprachlich hinsichtlich ihrer Traditionen und historischen Zusammenhänge, hinsichtlich Lebensgewohnheiten und ökonomischer Lage und auch hinsichtlich geografischen Gegebenheiten äußerst vielfältig sind und zugleich einem überwölbenden Kulturraum angehören und sich zu gemeinsamen Grundwerten bekennen. Es gibt wohl keine andere politisch-ökonomische Großorganisation, die in dieser Weise einen Zusammenhang von Einheit und Vielfalt herstellt und idealerweise im ständigen Wechselspiel dauerhaft aufrechterhält. Wo liegen dann die Probleme für die so verstandene Vielfalt? Sie liegen in dem, was viele Europapolitiker als Erfolg der europäischen Integration ansehen. Als Integrationserfolg gilt jeder Schritt zu einer immer engeren Union der Völker Europas. Diese Formel aus Artikel 1 des EU-Vertrages bedeutet aber praktisch, dass immer mehr Kompetenzen von den Mitgliedstaaten auf die EU übertragen werden. Dieser ständige Trend zur Zentralisierung führt zu einem ständig ansteigenden Grad an Vereinheitlichung und somit zu einem Verlust an Vielfalt. Daraus ergeben sich zugleich Probleme für die Demokratie. Denn jede Verlagerung von Kompetenzen nach Brüssel schwächt die Parlamente der Mitgliedstaaten zulasten der Exekutive und zulasten einer EU, die ihrerseits nur eine sehr unzureichende demokratische Legitimation aufweist. Wäre die EU ein Staat, der die Aufnahme in die EU beantragen würde, hat Martin Schulz einmal gesagt, müsste der Antrag zurückgewiesen werden, aus Mangel an demokratischer Substanz. Die Demokratiedefizite der EU sind seit Jahrzehnten bekannt. Sie lassen sich nicht vollständig beheben, weil ein Staatenverbund nicht über dieselben Legitimationsquellen verfügt wie ein Staat. Aber sie ließen sich minimieren. Ich möchte mich in der Kürze der Zeit auf eines der vielen Demokratieprobleme konzentrieren, das mir besonders wichtig erscheint und das in der öffentlichen Diskussion bisher kaum beachtet worden ist. Es gibt bei der Gesetzgebung der Europäischen Union Mechanismen, die bewirken, dass eine Richtlinie oder Verordnung, kurz ein Unionsgesetz, wenn es einmal in Kraft getreten ist, nicht mehr aufgehoben oder abgeändert werden kann, wenn die Mehrheit im Parlament oder im Rat, mit der dieses Gesetz beschlossen wurde, das Gesetz längst nicht mehr befürwortet. Einer dieser Mechanismen ist die qualifizierte Mehrheit im Rat, die für Gesetzesbeschlüsse regelmäßig erforderlich ist. Angenommen, der Rat beschließt eine Richtlinie, die in verschiedenen Mitgliedstaaten sehr umstritten ist.
Nachdem diese Richtlinie in Kraft ist, finden in mehreren Mitgliedstaaten Parlamentswahlen statt, in denen die Kritiker der Richtlinie siegen und die Regierung bilden. Im Rat gäbe es jetzt keine qualifizierte Mehrheit für diese Richtlinie mehr. Selbst wenn die Mehrheit des Rates jetzt gegen die Richtlinie wäre, könnte der Rat keinen Beschluss für ihre Aufhebung fassen, denn dafür ist wiederum eine qualifizierte Mehrheit erforderlich. Noch krasser ist es, wenn für die betreffende Regelungsmaterie das Einstimmigkeitsprinzip gilt. Ein einzelner Mitgliedstaat kann dann die Aufhebung eines Gesetzes verhindern, das alle anderen unter den veränderten Umständen jetzt entschieden ablehnen. Zum Wesen des Demokratieprinzips gehört es, dass die Wähler mit ihrer Stimme auf den Inhalt der Politik einwirken können. Das ist nicht möglich, wenn das Gesetzgebungsverfahren Auswirkungen von Wahlen auf die Gesetzgebung verhindert. Eine weitere Struktur, die solche Auswirkungen blockiert, ist das Initiativmonopol der Kommission bei der Unionsgesetzgebung. Gesetzgebungsvorhaben können nicht vom Parlament oder vom Rat gestartet werden, sondern nur von der Kommission. Das bedeutet, dass eine Richtlinie oder Verordnung, die einmal in Kraft ist, gegen den Willen der Kommission nie aufgehoben werden kann. Ein demokratisch äußerst unzureichend legitimiertes Exekutivorgan kann somit von besser legitimierten Mehrheiten im Parlament und Rat gewollte Gesetzesbeschlüsse blockieren. Das ist nicht nur mit dem Demokratieprinzip unvereinbar, es verstärkt zugleich den Trend zur Zentralisierung, weil die Kommission ein strukturelles Interesse an der Ausweitung der Brüsseler Zuständigkeiten hat und darüber wacht, dass die einmal erreichten Machtpositionen der EU nicht geschmälert werden. So etwas nenne ich einen Sperrklinkeneffekt. Die Kurbel der europäischen Integration lässt sich nur in eine Richtung drehen, in Richtung immer mehr neuer EU-Gesetze, in Richtung also von immer mehr europäischer Vereinheitlichung und Zentralisierung. Denn mit jeder neuen Richtlinie oder Verordnung, die nicht lediglich ein vorhandenes EU-Gesetz abändert, wird den nationalen Gesetzgebern die Zuständigkeit für die Politikgestaltung ein weiteres Stück entzogen. Was einmal auf Unionsebene geregelt ist, geht praktisch nie in die Kompetenz der mitgliedstaatlichen Gesetzgeber zurück. Die Sperrklinke verhindert, dass die Kurbel auch einmal in die andere Richtung gedreht wird. Was kann man tun, um diese strukturellen Mängel der EU-Gesetzgebung zu beheben? Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit bestünde darin, auch dem Parlament und dem Rat ein Initiativrecht zu geben und von der qualifizierten zur einfachen Mehrheit im Rat überzugehen. Das würde aber den Einfluss der einzelnen Mitgliedstaaten im Entscheidungsprozess der Europäischen Union drastisch beschneiden. Aus der EU würde faktisch ein Superstaat. Das wollen die meisten Mitgliedstaaten nicht, zumal dieser Superstaat weiterhin kein wirklich demokratisch legitimiertes Parlament hätte, die Zentralisierung beschleunigt würde und die Bürgerferne der politischen Entscheidungen zunehme. Die andere Möglichkeit besteht darin, bei den jetzt geltenden Entscheidungsmodalitäten zu bleiben, aber alle EU-Gesetze mit einem Verfallsdatum zu versehen. Wenn alle Richtlinien und Verordnungen nach beispielsweise 10 Jahren automatisch außer Kraft treten, sofern von den Gesetzgebungsorganen nicht zuvor ihr Weitergelten beschlossen worden ist, wäre sichergestellt, dass keine EU-Gesetze dauerhaft gelten, die nicht mehr von einer demokratischen Mehrheit getragen sind. Zugleich wären die Gesetzgebungsorgane gezwungen, in größeren Abständen zu evaluieren, ob die jeweilige Richtlinie oder Verordnung sich bewährt hat und ob man sie auf EU-Ebene überhaupt noch braucht. Diese Lösung
wäre also ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Demokratie auf Unionsebene und zugleich ein Beitrag zur Stärkung der europäischen Vielfalt. Ich danke Ihnen. Herr Muswig, vielen Dank für Ihren Beitrag. Bitte jetzt, Herr Sensen. Also vielen Dank für die Worterteilung. Erstmal meinen herzlichen Dank an die Referenten. Haben Sie doch Licht in mein Gehirn gebracht, insoweit, dass man unterschiedliche Richtungen verfolgt. Mich interessiert eigentlich mehr die Rechtsstaatlichkeit. Und deshalb geht meine Frage an den Herrn Muswig. Sie sprachen ja, dass Verordnungen, die eingeführt werden, eigentlich gar nicht mehr verändert werden können und die Schwierigkeiten davon. Jetzt merken wir, fußend auf den Lissabonner Verträgen, dass die EU sich auch immer mehr Rechte holt. Unter anderem hat sie sich ein Fiskalrecht geholt. Im Rahmen der Corona-Aufregung ist das auch praktisch in der Öffentlichkeit mehr oder weniger vorbeigegangen. Des Weiteren gibt es ja auch den Versuch, des Regelungsanspruchs in Bezug auf die Justiz zu erweitern. Da wäre das Stichwort Polen zu nennen. Und deshalb meine Frage vor dem Hintergrund dieser Beispiele: Wo ist eigentlich die Grenze der EU-Verordnung? Gibt es eigentlich irgendeinen Bereich, der dem Machtzugriff Brüssel nicht zusteht? Und was kann man dagegen tun? Oder wie bewerten Sie das in Sonderheit in Bezug auf unsere Souveränität, sowohl in dem föderalen System Deutschlands, aber auch in der Rolle der einzelnen Regierungen, Landesregierung versus Bundesregierung? Danke. Die Frage von Herrn Senze, wenn ich das richtig verstanden habe, ist sehr breit angelegt. Die Frage geht dahin, was kann man machen, wenn EU-Organe oder die EU selbst als Institution über die in den Verträgen festgelegten Rechte und Pflichten hinweggeht. Und so allgemein gefasst muss man sagen, die EU kann als erfolgreiche Integrationsgemeinschaft nur wirken, wenn sie sich, wie das eigentlich immer gesagt wurde, als Rechtsgemeinschaft versteht. Sie ist ja konstituiert durch die Verträge, und das bedeutet, dass zur Rechtsstaatlichkeit auch gehört, dass nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch die EU selbst und ihre Organe sich an die rechtlichen Regeln halten. Das funktioniert im Großen und Ganzen gut, aber wir haben doch im Verhältnis EU und Mitgliedstaaten immer wieder gesehen, dass es auch dazu kommt, dass aus politisch-opportunistischen Gründen die EU-Organe sich hinwegsetzen über Anforderungen, die in den Verträgen festgelegt sind. Beispiel etwa die Stabilitätskriterien des Vertrages von Maastricht wurden aufgeweicht und immer wieder missachtet, nicht nur von den Mitgliedstaaten, sondern auch die Kommission hat sich da gar nicht angestrengt, dass das beachtet wurde. Was kann man tun, um dem entgegenzuwirken? Wir bräuchten im Grunde eine Institution, die sozusagen neutral als eine Instanz, die gegenüber Union und Mitgliedstaaten neutral ist, darüber wacht, ob die wechselseitigen Rechte und Pflichten eingehalten werden. Sowas gibt es bis jetzt nicht. Wir haben nur den Europäischen Gerichtshof, der über die Einhaltung der Verträge macht. Und der ist, wenn es um die Kompetenzabgrenzung zwischen Union und Mitgliedstaaten geht, nicht neutral. Der steht immer auf der Seite der EU, und deshalb hat es auch noch nie den Fall gegeben, dass der EuGH entschieden hat, dass die EU eine Kompetenz der Mitgliedstaaten verletzt hat. Aus diesem Grunde hat das Bundesverfassungsgericht ja gesagt, wir müssen für den Notfall, für ganz klare Grenzüberschreitungen die Möglichkeit haben, dass dann die nationalen Verfassungsgerichte sagen können, hier ist eine Grenze überschritten, das geht nicht mehr weiter. Das Bundesverfassungsgericht nennt das Ultra-Virus-Kontrolle, und ich glaube, es ist richtig, dass das Bundesverfassungsgericht diese Kompetenz für sich in Anspruch nimmt. Sie wird vom Bundesverfassungsgericht auch sehr zurückhaltend in Anspruch genommen.
Ich finde, die Kritik, die da am Bundesverfassungsgericht öffentlich geübt worden ist, ist völlig überzogen. Das Bundesverfassungsgericht hat auf Kooperation mit dem EuGH gesetzt. Der EuGH hat gemeint, sich ziemlich einseitig durchsetzen zu müssen. Das ist das Problem. Wir haben im Grunde genommen keine überzeugende Lösung dieses Problems, aber ich würde das Bundesverfassungsgericht ermutigen wollen, seine Ultraviruskontrolle weiterhin und sogar noch entschiedener als bisher auszuüben. Dankeschön.